have no reason to go there now. Okay. Gedacht hier hinten irgendwo. Da. Hi there. Hey, big head. What's up? Do you know Maisie, the singer? Yes. We've met her a couple of times. Great voice. Can you help her escape from the stage? She told me you know how to mess around with pipe stages around town. Of course. We know every secret of this city. It's a piece of cake. Great. Can you help her then? What's in it for us? She'll sing for you at your birthday. Cool. But not enough. I'll bring you some German-Japanese dishes from Chef Hayao. Yummy. But not enough. I'll owe you. I'll help you whenever you need me. You mean that you will help us? For whatever task? We may need a slave. Yes. Okay, fair enough. Meet us at Business Street. Great. See you soon. Okay. Gott, sind die fix. Öl. Diese ölige Substanz beim... Ah, sie hat ein Biss. Schauen, ob man das irgendwie in die Tasse kriegen, die wir gefunden hatten. Jawohl. So. Das ruckelt aber manchmal sehr stark. Jedes Mal, wenn ich eine Szene betrete, da braucht der Mauscursor erstmal eine Weile, bis er sich gefangen hat. Nee, nee. So vom Bild her nicht, nee. Aber von der Bedienung her. Sobald ihr in ein neues Bild geht und ich mit dem Mauszeiger schon mal so ein bisschen so in die richtige Richtung gehen will, da ist der immer so abgehakt, so.
So, ölige Substanz. Bitte sehr. Will this greasy substance work? Give it here. Bisschen freundlicher. Yes, it should work. Give us a minute, then go check if Maisie got out. Thank you. Goodbye. And remember, you owe us. Catch you when we need a slave. Wir sollen eine Weile warten. Ich schätze mal, in der Zeit können wir schon irgendwas anderes machen. Oder wir gehen gleich zu der ihren... Da, wo die aufgetreten ist. Warte mal, da können wir eigentlich gleich hier gehen. Sie ist zumindest nicht mehr da. So, aber ich denke mal, sie werden wir früher oder später auch noch ablenken müssen, dass wir hier an dieses DNS-Armband kommen. Lass mal angucken. Nee, angucken können wir es nicht. Schade eigentlich. Ich hätte gerne noch eine Information, wozu wir das brauchen könnten. Wo finden wir sie jetzt? Oh, hier ist sie ja. Eine Hauptstraße, ja. Ja, hier ist sie. Hi, little girl. Thank you so much for helping me escape. I'm glad you're free. And the proud owner of a fly bus ticket out of town. So, you needed me to sign an authorization form for you? Yes, please. Here it is. Ja, schön. Thanks a lot. Bye. See you. Mussten wir damit erstmal zu dem Verkehrsspot zurück? The authorization signed by Maisie the Singer. Aber es macht ja eigentlich wenig Sinn. Die Genehmigung hatten wir ja jetzt schon. Aber... Versuch mal klug, bevor wir hinterrennen. About the police permission. Yes. What do I have to bring you to get one? The authorization signed by an adult and a missing person ticket. Fine. I'll get back soon. Be good and follow the law. Ach so, eine Vermisstenanzeige. Wo sollen wir eine Vermisstenanzeige für den Vater herkriegen? Hello there. Hello, cute little girl. Can I help you? Na gut, die hat nichts mehr von uns. Take care. Just junk. Hm.
Hängt aber auch nichts. Vermisst Datenbank. A database containing some of the missing persons of past years. Aber hier hat er uns ja irgendwann rausgeschmissen. Vielleicht irgendein x-beliebiges Ticket drücken? That's not my dad. Ja, ja, nicht gleich so. Garstig. I guess the only way to search for it is by finding my dad's name first. Den Namen zu finden. Okay, also machen wir mal Namenssuche. Ich wüsste doch aber der Insel. I don't know my dad's name. I guess the only way to search for it is by finding my dad's name first. In Neo Berlin. Okay, thanks. Enjoy the night. Liegt das jetzt aber nicht mehr ganz so zusammen? Wollten wir nicht eigentlich nur ins Archiv, um hier weiterzukommen? Ich weiß es nicht mehr. Schöne Schein. Schade, meine ich. Schade. Ach, du meinst, dass wir ihr den Zettel jetzt geben können? Ach so, stimmt. Ja. Der hat uns ja das Formular gegeben. Das haben wir jetzt unterschrieben. Jetzt müsste das ja eigentlich funktionieren, wenn wir das jetzt ihr geben. Es klappt nicht. Also ich würde jetzt momentan behaupten, wir brauchen jetzt noch diese Vermisstenanzeige. Mit den beiden Sachen gehen wir zum Police-Bot. Der druckt uns dann das Formular aus, was wir für die gute Frau brauchen. Dann dürfen wir ins Archiv. Und dann wissen wir den Namen und können hier was machen. Oh. Ist halt eine Woche her, wo wir das gespielt haben. Den Abschnitt. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo kriegen wir Telefonbuch? Wo kriegen wir eine Vermisstenanzeige her? Na komm, lauf einen Schritt schneller, bitte. Hätte ja eigentlich gedacht, dass eine Vermisstenanzeige da drin ist. Irgendwie an der Wand hängt oder so.